Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge des 22 auf PC hier auf der Murgrund. Ja, natürlich immer noch im September unterwegs und immer noch mit Ernten beschäftigt. Ich glaube, wir machen noch ein bisschen Kohl, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich glaube schon, beziehungsweise steht hier ein Abfahrer schon mal, den wir einfach nur weiterschicken müssen. Der war am Spritzen. Der sollte nochmal Spritzmittel holen. Der kommt hier über den Hof zurück. Ja, er fährt nochmal zu, er bezieht Produktion, belädt sich dort und kommt dann zur Werkstatt. Genau, der hat man zurückgeschickt. Hier ist natürlich unsere Ballenpresse unterwegs. Die sollte natürlich auch gleich am nächsten Wegpunkt weitermachen. Können wir erstmal das Helfermenü, können wir, glaube ich, das Hilfemenü können wir ausschalten. Die wird noch eine ganze Weile brauchen. Hier hatten wir ja angefangen selber zu fliegen, haben dann hier einen Flug eingestellt. Stellen wir ihn gleich ein oder warten wir erstmal bis... Ja, so schnell dürfte er eigentlich nicht aufholen, der Flug hier. Nächster Wegpunkt. Weil wir wollen ja auf dem Feld noch was ansehen. Das am liebsten auch alles noch an diesen Ingame-Tag. Und das denke ich mal, das schaffen wir auch. Ne? So, ebenfalls muss der Flug weitermachen hier auf Feld 7. Das ist eingestellt. Das tun wir CP aktivieren. Und hier machen wir nicht am ersten, sondern am nächsten Wegpunkt weiter. Weil hier wird ja Weizen angesät. Denn jetzt muss ich schnell noch mal gucken, nicht, dass ich was Verkehrtes sage. Genau, wir haben ja hier Gerste gemacht. Wir wollten ja auf 7 und 8 wollten wir ja Weizen machen. Und werden dann... Oh ja, der ist ein Stück nicht angesät oder was? Naja gut, dann ist es so. Schickt man noch mal zurück oder nicht? Wahrscheinlich hier, wo wir gerade gestartet sind, ne? Na, gucken wir mal. Und... Da, wo wir jetzt aktuell den Kohl runterholen, wo gepflügt wird, da wollen wir ja auch noch Weizen mit ansehen. Müssten wir eigentlich alles soweit schaffen. Dass wir das im Griff kriegen. Gut. Den brauchen wir nicht. Den hier müssen wir einstellen. Der ist natürlich Abfahrer. Drescherabbunker. Ach so, genau. Mir ja Runde geschrieben, dass ich den Versatz einstellen soll. Und dann würde das auch klappen, dass wir das mit Cosplay abfahren lassen können. Dann müssen wir hier natürlich erstmal umstellen. Auf Abholen, Abliefern. Das bleibt alles so und wir brauchen aber hier den... Die Zielposition, dass es das Feld ist, ne? Ne, Quatsch, die Zielposition brauchen wir nicht. Wir brauchen die Feldposition. Dass wir das Feld hier haben. Das müssen wir setzen. Die Zielposition muss ich auch nicht setzen, hatte ich mir gesagt. Mal gucken, ob das funktioniert. Das werden wir rauskriegen. So, und dann können wir ihn hier einstellen, Übergabe, und dann kann er los. Und hier sollte ich bei horizontal auf minus 1 Meter stellen. So war er fertig. Sieht mir fast so aus, dass wir den hier hergestellt haben, ne? So, den schicken wir einfach los. Und dann muss irgendwo noch ein zweiter Abfahrer sein. Genau er hier. Den stellen wir auch um auf Abholen, Abliefern. Das passt alles soweit. Ihn müssen wir auch die Feldposition verpassen. Gut, er hätte sogar drin, aber den setzen wir einfach nochmal. Und Übergabe ist an und dann kann er hier einen Kohl ausladen und kommt zum Feld zurück. Und da werden wir sehen, ob das funktioniert. Jetzt weiß ich nicht, ob ich bei Ihnen hier auch den minus 1 Meter einstelle. Das war ja, glaube ich, der andere, der hängen geblieben ist. Ne? Dann machen wir ja auch mal minus 1 Meter. Das habe ich jetzt so richtig gemacht. Aber ich glaube, so war das, was er mir geschrieben hatte, dass ich da auf minus 1 Meter stellen sollte. Weil wir hatten ja, wo wir angefangen haben, hatten wir ja auch mit Cosplay versucht als Abfahrer.
Und da fuhr ja der Trecker nicht weit genug drunter. Jetzt weiß ich nicht, war er das oder war das der andere? Das war der andere, oder? Aber die Hänger sind ja lang genug. Das spielt ja keine Rolle. So, Spritze ist angekommen. Die können wir ja noch mit Diesel betanken. Dann können wir diese wieder wegstellen, weil das ist ja das einzige Feld, das bei uns jetzt erstmal im Wachstum sich befindet, ist ja hier unten unser angesehenes Rapsfeld. Ne? Das Gerstefeld haben wir an diesem Ingame-Tag angesät. Das kann frühestens am nächsten Tag gespritzt werden, aber ich glaube, das muss nicht gespritzt werden, weil wir ja dort entsprechend gepflügt haben. Ne? Dort hatten wir doch gepflügten Steine gesammelt. Ne? Aber das werden wir sehen. So, wir müssten natürlich auch in die Saatgutproduktion Herbizid fahren und Gülle. Stellen erstmal die Spritze weg. Und Not könnte das ja eher machen, ne? Nicht vorne abhängen, hinten abhängen. Müsste einfach bloß hingucken, da sieht man das. Weil das Fass sollte er theoretisch ziehen können. Den Sensor stellen wir mal hier draußen hin. Können wir ja an der Schräge stellen, da stört er auch niemanden. Nimmt er sein richtiges Gewicht. Ich weiß nicht, wie viel Herbizid wir verbrauchen. Das gucken wir gleich mal. Denken wir mal ein Fass voll hinfahren, Herbizid. Das sollte gelangen. Das sollte genügen. Gülle werden wir schauen, was drin ist. Da bringen wir so viel hin, dass es volle Fässer werden. Denn wir kriegen ja hier 18.000 Liter rein. So, schauen wir mal hin in die Produktion. Bei was verbraucht man Herbizid? Okay, wir machen Mineraldünger aus Mist und Gülle. Ein Saatgut brauchen wir 70 Herbizid. 3245 sind noch drin und wir brauchen 50. Wir brauchen 1700 pro Monat. Ja. Ladung voll fahren wir hin. Wie viel haben wir jetzt hier Herbizid noch? Im Lager haben wir noch 46.000. Da könnten wir sogar auch noch was verkaufen. Ne? Wir schicken ihn erstmal hier ganz normal mit Fahrkurs hin. Ich glaube, aktuell bringt niemand was in die Saatgutproduktion. Ich hoffe mal, wir vergessen ihn nicht abzuladen. Saatgutproduktion, Anlieferung. Beziehungsweise, nee, das werden wir anders machen. Wir machen gleich abholen, abliefern. Wir beladen uns unten am Güllelager. Da gucken wir auch mal, wie viel drin ist. Da stellen wir eine Tour mehr ein und dann ist die erste Ladung Herbizid und die andere wird dann Gülle. Da können wir überhaupt nichts schief machen dann. Weil Gülle kommt ja aktuell... Ja, hier ist der Gülle-Trigger und hier haben wir
114.000 Liter. Also 36. Wenn er 6 mal fährt, 7 mal kann er fahren. Denn das erste Mal müsste ja mit, also das siebte Mal müsste ja praktisch Herbizid sein, das müsste ja mit zählen, ne? So, Tiere. Und zwar Kuhstall Gülle. Und er soll. Durch Gülle. Ich glaube, er hat sich einen Weg berechnet und kommt nicht zurecht, ne? Oder? Kann das sein? Denn er steht ja schon auf dem Feld. Hat sich ja auch schon ein paar Liter geholt. Müsste jetzt gucken, ob ich die Fruchtumfahrung noch aktiv habe. Kann natürlich der Grund sein. Kommt jetzt der andere her? Nee. Okay. Weil aktiv war er auch, der andere Träger. Also er muss ja den Rotor schon angefahren haben, sonst hätte er ja noch keinen Kohl drin gehabt. Meine, bei der Schneidwerksbreite ist natürlich wieder so eine Sache, ne? Muss ich definitiv die Fruchtumfahrung ausmachen, würde ich sagen. So, den können wir erstmal einfach wieder einstellen. Dann fährt er nämlich ausladen. Ohne, dass hier was kaputt fährt. Weil der Helfer fährt ja nichts kaputt. Er quält sich hier mit der Gülle ab oder mit dem Herbizid ab. Theoretisch könnte man aber den Kalkstreuer erstmal dazu benutzen, hier Steine zu sammeln, ne? Denn die müssen ja erstmal noch weggesammelt werden, bevor er ja kalken kann. So, und zwar. Oder nehmen wir hier einen anderen. Nee, wir machen das mit ihnen hier. Zum Hof fährt er zurück.
Er belädt nochmal den Kalkstreuer und kommt dann halt dorthin zurück. So, wenn er die nächste Bahn macht, dann ist auch genügend Platz. Theoretisch könnte man schon so einen Abfahrer rausnehmen, oder? Da hat er natürlich dann kurz Standzeit, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Machen wir auch. Der Abfahrer, der hier ist, der bleibt da. Obwohl der eben ganz schön mit Speed ankommt hier, ne? Also hier muss er noch zwei Bahnen machen. Das hier drüben ist eine meines Erachtens. So, irgendwas hat er sich schon berechnet, ne? Genau. Also das ist der Hintergrund. Wenn CP sich einen Kurs berechnet, ne? Und wenn er dann fertig berechnet hat, fährt er los. Weil das hat ihm Ron mitgeschrieben. Ich kann einfach gucken über die... Ja, wenn ich in die Logdatei reingucke, das ist ja der Aufruf der Logdatei im Spiel. Und da sehe ich, ob er sich was berechnet, ob er nichts berechnet. Er kriegt das nicht ganz weg, also fährt er dort auch noch eine Bahn. Okay. Ja gut, dann nehmen wir ihn hier dann raus, wenn er abgebunkert hat. Na, gucken wir gleich mal, ob er das war. Ich glaube, er war das, wo wir den Meter Versatz brauchten, ne? Genau, das reicht noch nicht ganz, der Meter. Wenn wir hier noch... Nee, horizontal... Nee, das ist dann verkehrt, was ich gemacht habe. Hier kann ich 0 lassen. Und hier muss ich auf Minus, ne? Nee, auf Plus. Jetzt bin ich zu weit. Muss ich ihn doch ausnehmen. Da sieht man schon, dass er dann deutlich weiter vorn ja die Verschiebung hat, ne? Quatsch, das wollte ich ausmachen.
Ah, müssen wir beim nächsten Feld, wenn wir das nächste Mal ernten, hier mit unseren Erdfruchtroder hier. Wir haben ja noch eins zu ernten. Für 100%. Dann schickt man ihn erstmal los. Und wir machen dann hier am Donnerstag weiter. Oder? Ja, genau. Ihn werden wir dann aber im Hof rausnehmen und der wird gleich einen Steinesammler kriegen. Denn der kann hier schon den Glas verfolgen, sozusagen. Ne? Also einmal vielen Dank fürs Einschalten. Nächste Folge natürlich dann morgen am Donnerstag 16 Uhr. Bis dahin und tschüss.